Frau Holle hat es über den Hindenburgdamm geschafft. Es hat ein wenig gedauert. Wir nehmen an, sie hat die Deutsche Bahn benutzt. Der Schneefall setzte am Nachmittag ein und wurde im Laufe des Tages immer stärker. Gestern Abend bot sich dann ein imposantes Bild. Auf dem Bahnhofsvorplatz standen die leicht bekleideten grünen Riesen schlotternd im Schneetreiben. Ein eher seltenes Bild auf der Insel. Durch den Golfstrom haben wir im Verhältnis zum Rest Deutschlands wenig Schnee. Schneemassen, wie sie 1976 auf der Insel für den Ausnahmezustand sorgten, werden wohl auch in diesem Winter nicht auf der Insel erwartet. Zum Verkehrschaos führte der Schneefall aber dennoch nicht. Dazu war die weiße Pracht nicht ausreichend und trotz auslaufender Hauptsaison war wenig los auf den Straßen. Zudem war der Bauhof fleißig unterwegs, räumte hier und streute dort. Und die Nachbarn holten zum zweiten Mal in diesem Winter die Schneeschaufel aus dem Keller. Bis zum Dienstag wird es noch eisig kalt bleiben. Bis zu 7 Grad unter Null werden bis dahin erwartet. Die eher nicht so gute Nachricht, Pendler sollten sich angesichts des am Montag einsetzenden Streiks warm anziehen. Sie werden aber heftigen Minusgraden auf dem Notfallplan der Deutschen Bahn angewiesen sein. Aufenthaltsräume gibt es nicht, das Bahnhofsgebäude in Westerland wird auch bei starkem Frost am Abend verschlossen sein. Wir werden auf unserer Webseite über die Fahrpläne informieren. Abonniert unseren YouTube-Kanal oder schaltet das TV-Gerät zur vollen Stunde ein, um die News von der Insel zu erhalten. Die gute Nachricht: Das Wochenende wird sonnig werden.